in Amerika. Ja, es ist eigentlich schon ziemlich viel passiert, aber jetzt fangen wir an, das Ganze zu dokumentieren. Das haben wir jetzt eigentlich schon geschafft. Einreise ging ziemlich leicht, Koffer geholt und haben es hier zur Car Rental Station geschafft. Und ja, das wird unser Auto sein. Was ist für ein Dings? Ja, gute Frage. Auf jeden Fall was Japanisches, was ich eigentlich niemals haben wollte in den USA. Aber heute werden wir mal das Geheimnis kennenlernen, warum so viele Amis ein japanisches Auto fahren. Ich glaube, das ist ein Mazda. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Zeichen ist. Auf jeden Fall ist der Wagen schwarz. So, das erste Problem, keine Ahnung, wie der Kofferraum aufgeht, denn normalerweise war es immer so, man kann hier untergreifen, es ist ein Knopf, aber hier ist ein Knopf, drück ihn mal drauf. Oh, zieh mal hoch, bisschen umständlich, wa? Okay, was ist so dumm, der Kleine? Manchmal kann man ihn auch für sowas gebrauchen. Ludwig ist kaputt, was noch für eine Schrottkiste? Hier eine dicke Schramme drauf. Ich hoffe, es ist alles dokumentiert worden, als der Wagen zurückgegeben worden ist. Nicht, dass wir es halt bezahlen müssen. Usually it'll be one right here. Usually. No, we don't got one right here. There's one right here. So y'all need this up here or something? Sorry? You need this up there? Yeah. Right. Nee, ob es hier sein muss, fragt anywhere. Er. No, anywhere. Oh, is the other one? Right here. Ah, okay. Thank you very much. Yeah, have a good day. Thanks. Das nächste Problem wäre gelöst. Wir hatten gerade ein Problem damit. Wir haben ja so einen Zigarettenanzünder. Oder wie heißt das? Zigarrenanzünder? Zigarettenanzünder. Nicht zum Rauchen, sondern für unsere Kabel zum Anschließen, damit wir die Handys laden können. Für den Strom. Den Anschluss haben wir hier nicht gefunden, war auch irgendwie ganz komisch in dieser, in so einer Box hier drin, da ist der Zigarettenanzünder. Und ja, ein freundlicher Mitarbeiter, das ist auch das, was man hier vermisst hat. Die sind alle so freundlich und gutherzig und hier gibt es keine großen Diskussionen, wenn du mal eine Frage hast wie in Deutschland. Sondern hier wird dann gemacht und genau das haben, würde ich sagen, wir haben wir vermisst. Und, aber die Hitze habe ich nicht vermisst. Gehört dazu, die Luft hier, die ist schon sehr, also feucht warm, so, ne? Kann man sagen. Und, aber es hat für mich auch was mit dem Amerika-Vibe zu tun. Und das Ding ist ja wohl das Letzte. Was war das denn? Reifen war aufgepumpt, hat das Ding wieder keine Verwendung, weil ich wirklich langfahren muss. Oh Mann, jetzt bewegt sich das. Neue Route. Wieso neue Route? No phones are connected. Would you? Yes, would we? Hi. Did you see the damage at the backlight? Ja, okay. Okay, thank you. So, wo lang geht's? Rechts. Wir können jetzt auf dieses Ding hier rauffahren, wie ich sehe. Hier ist ein Stoppschild. Wo ist das Stoppschild? Ist gar kein Stoppschild da. Hä? Oh mein Gott. Das kann gefahren werden. Das Zeichen da heißen. Da ist keine Sau. So, wir fahren jetzt zu unserem Motel und ja, wir beide sind schon wieder, was heißt, leicht überfordert inzwischen eigentlich nicht mehr, aber es ist immer eine Umstellung, erstmal einen Automatikwagen zu fahren. Wir haben nämlich einen zu Hause noch mit so einer Gangschaltung und dann noch den, auf den amerikanischen Verkehr klar zu kommen, weil ja, Amerika besteht ja fast nur aus Straße. Also, wie findest du den Wagen? Das ist der älteste Wagen, den wir jemals hatten. So, aber der fährt sich astrein, muss ich mal sagen. Also kann man jetzt nicht meckern. Und das Ding ist ja wohl das Letzte. Aber es ist immer schwierig, nach so einem langen Flug und so einem langen Tag, sind auch schon ein paar Stunden auf den Beinen, dann noch hier in der Rush Hour, die geht aber jetzt noch so gerade, muss ich mal sagen, sich zurechtzufinden. Und unsere Fahrt ist nicht gerade kurz zum Hotel, dauert noch eine halbe Stunde jetzt. So, was will die jetzt? 85. Mal sehen, ob wir uns verfahren. Tja. Es kam, wie es kommen musste. Das Unvermeidbare ist passiert. Wir haben uns leicht verfahren. Scheiße. Aber das gehört dazu. Ich glaube, es ist bei uns eigentlich jedes Mal jetzt passiert, wo wir uns das erste Mal eingefahren haben. Aber wie gesagt, es ist auch wirklich, man ist echt überfordert hier. Also die Straßen sind voll, die Straßen sind groß und ja, jeder fährt hier so, wie er will. Nur ich nicht. Ich fahre so, wie ich fahren muss. So, die erste Fahrt ist absolviert. Wir sind am Ziel angekommen in unserem Motel und boah, gut, jetzt kommen wir wieder an die richtige Luft. Also die Luft ist wirklich
ja, wie nennt man das? Also, es ist sehr warm, aber ich habe das gar nicht so negativ im Kopf drin, weil das ist so quasi die erste Luft, die man schnuppert, wenn man halt nach Amerika kommt. Außer vielleicht in so manchen Orten wie, ja, wo gibt es nicht solche Luft? San Francisco zum Beispiel, oder? Obwohl, da kann die aber auch da sein. Im Sommer, wo wir waren, ist das ja immer so gewesen im Sommer. Auf jeden Fall. Aber jetzt gucken wir uns mal das Zimmer an. Beschnuppern wir mal lieber das Zimmer an, statt die Luft hier. Ganz wichtig. So, erfolgreich eingecheckt. Der Mann hat hier was in der Hand. Parkschein, eine Liste mit Restaurants, die in der Nähe sind. Sogar Walking Distance, Schlüsselkarte. Und das Wichtigste, WLAN-Passwort. Auch alles dabei. Jetzt erstmal nach oben, alles was heißt. Und Koffer hochschleppen und dann mal das Zimmer angucken. So, für einen normalen Vlog ist die Roomtour gerade gedreht. Und ja, Stefan, was guckst du so? Gestresst? Alles gut? Gestresst? Ich bin seit ganzer Zeit unter Strom mit dem Autofahren gewesen. Jetzt komme ich auch mal zur Ruhe. Scheiße. Strom? Wir fahren doch kein E-Auto. Naja, mach. Ja, hier, das sind unsere Queen-Size-Betten gegenüber dem Fernseher. Dann haben wir eine Arbeitsfläche mit zwei Sesseln. Und ja, da ist ein Spiegel, nicht erschrecken. Ja, so eine Garderobe, kleiner Schrank, noch ein Spiegel mit Waschbecken und ja, hier kommen wir dann zur Toilette. Ja. So, bei der Hitze Salat zum Abendessen. Caesar Salad. Bis Chicken. Wo sind wir hier überhaupt? Walmart, das Beste. So sieht der fertige Einkauf aus. Gibt es noch so zwei Eimer von Nesquik, ein Getränk, und ich hatte voll Bock so auf so einen richtigen Schokoladenkakao. Da gibt es für mich Wassermelone und für den heutigen Abend Bagels, Nacho Cheese. Family Size sind wir ja. Genau, nur eine Familie. So, ein neuer Tag. Gestern ganz vergessen den Abschluss zu filmen, aber wir haben uns ins Bett gelegt, haben noch ein YouTube-Video geguckt und was gegessen und ja, da das alles im Bett geschah, ist man schnell müde geworden und ich bin wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, als er nichts mehr zu tun hatte, eingeschlafen. Und darum sage ich schon mal guten Morgen. Ja, guten Morgen. Frisch geduscht, wie man sieht. Und ja, eigentlich bereit, dass der Tag starten kann. Was ist eigentlich für heute geplant? Noch gar nichts, oder? Ich muss überlegen. Auf jeden Fall wollen wir nach Atlanta Downtown, denke ich mal, was frühstücken erstmal gleich. Ja, und an alle, die denen das nichts sagen sollte. Also Atlanta Downtown ist die Skyline, die man in der ersten Folge The Walking Dead gesehen hat, als Rick da mit dem Pferd über den Highway geritten ist. Und der Flughafen von Atlanta ist der größte Flughafen der Welt mit über 100 Millionen Passagieren im Jahr. Ein Wahnsinn. Wir waren da. Also drin ist einem das gar nicht aufgefallen, aber das ist uns halt höchstens aufgefallen, als wir eine halbe Stunde mit dem Bus durch den Flughafen gedüst sind. Das heutige Frühstück, bei mir gibt es einen leckeren O-Saft, das ist auch so typisch amerikanisch. Dann gibt es hier so einen, ja, Raspberry-Kuchen. Dann in der Hoffnung, dass es etwas herzhaft ist, dasselbe nochmal mit Käse. Ein Pfirsich-Joghurt, einen Löffel habe ich auch gedacht. So ein Schokoriegel und dann noch einen Muffin. Bei Stefan so ähnlich. So ähnlich, das ist ein Frühstück, das heißt Grab and Go. Also einfach eben dahin gehen, was mitnehmen. Ist ja normalerweise, ist ein Frühstück ja immer, also ein Motel immer ohne Frühstück. Und siehst du, was ich hier war mit? Machen wir schon mal was für einen Tagesstart. Wenn das Video zu lang wird, dann nur wegen so einem Quatsch. Ja, heftig hier. Es ist wirklich, beim Frühstück gab es eigentlich nur was mit Zucker. Also das ist hier so, ich sag mal so, das ist völliger Standard hier eigentlich, oder? Ja, ist immer meistens süßes Frühstück, das ist richtig. Und was auch ganz geil ist, diese Kuchen hier, zum Glück habe ich zwei mitgenommen, schmecken fast genau wie Twinkies und ja, Twinkies schmecken mir sehr gut. So, das erste Ziel des Tages ist erreicht, müssen wir nur halt warten, bis das Ganze aufmacht. Ja, Jim Henson wird wohl einigen ein Begriff sein.
Falls nicht, Sesamstraße wird ein Begriff sein. Muppet Show, der dunkle Kristall. Labyrinth. Labyrinth. Ja, was ist das? Also wir sind ja in so einem, das ist ein Museum schon, ne? Das ist ein Museum. Hier kann man sich die echten Puppen angucken, von der Sesamstraße zum Beispiel. Wir wissen jetzt nicht, ob dunkler Kristall dabei ist oder so. Hoffe ich aber, weil ich finde die Figuren auch echt geil. Diese Skeks oder Potlings und was es da alles gibt. Also wir müssen halt jetzt nur warten, wie lange? Eine halbe Stunde. Na, die Zeit werden wir uns hier wohl in Atlanta vertreiben können. So, wir sind drin. Und wer Jim Henson nicht kannte, das ist er. Das ist Ernie, das ist Bert, das ist das Tier. Wie heißt das Vieh, Stefan? Weiß ich nicht. Das ist Piggy, Kermit. Wie heißt der, Stefan? Weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, so ein Fraggle. Von den Fraggles. Kennst du nicht, ne? Nee. Oh, da oben. Den kennen wir doch auch. Dieser Ding. Gonzo heißt der, glaube ich. Ja, Gonzo. Den kenne ich auch noch. Wo war der? Sesamstraße? Nee, ne? Ja? Gut. Stefan hat seine ersten Bekanntschaften. Sherlock Homburg. Sesamstraße. Cool. Ja, höchstwahrscheinlich das Highlight. Ernie und Bert. Und, oh, hier ist ja fast die ganze Sesamstraße. Oscar. Bibo. Krümelmonster, Elmo, Grobi und Stefan, wer ist das hier? Karlchen. Der heißt Karlchen. Wie heißt er Franklin, aber bei uns heißt er Karlchen. Was auch immer das für ein Vieh ist, dieses Vieh da hinten sieht schlimmer aus. Was? So, jetzt sind wir hier bei den Muppets angekommen. Der Hammer. Scooter. Oder? Nee, ist er gar nicht. Ach, Mana, der hat Mana Mana gesungen. Mana Mana. Dip, 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 dip. Mana. Geil. Jetzt kommt mein Highlight. Na, ich bin gespannt. Da kann ja nur tote Kristalle sein. Ich hab's noch nicht gesehen, was hinter mir ist. Oh ja, tatsächlich. Ja, das ist der Hammer. Also, das fängt ja hier. Was haben wir hier? Boah, guck mal hier. Dieser Raum, wo die ganzen Skeks standen und den Kristall angeglotzt haben. Aukra. Hier, so ein Kopf von einem Skeg. Welcher genau das jetzt ist, weiß ich nicht. Die Namen, hier. Als der Film zu Ende war, sahen die Viecher so aus. Hammer. Von diesen Dingern hatte ich dann immer Albträume, als ich das früher geguckt habe. Das ist wirklich Hammer. Dass man, wie groß die sind, ne? Also, oh. Alter, das hört ja gar nicht auf. Das ist aber jetzt schon am Jurent. Ja. Das wird ja immer geiler. Hier, das ist ja diese... Die Wächter. Das waren die Türwächter, glaube ich. Ja, da sind die dann die Tür runtergefallen. Das sind übrigens die Fraggles. Ja, auch ganz nett. Dann haben wir hier den. Ja, hier heißt der Hoggle, aber ich glaube, er hieß sonst Hogger. Ja, das ist natürlich geil. Boah, das Türschloss ist hier auch, Stefan, dieser Türklopfer. Wir laufen gerade das dritte oder sogar vierte Mal hier durch, weil wir so begeistert davon sind, weil. Also so wie die Sesamstraße für Stefan ein Kindheitserinnerung ist es bei mir. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dunkler Kristall, Labyrinth ist bei mir tatsächlich in der Kindheit irgendwie so, hat sich deutlich mehr eingeprägt als Sesamstraße. Weil Sesamstraße, das habe ich immer so, das lief ja immer zu blöden Zeiten im Fernsehen. Das läuft ja, glaube ich, jetzt um 6 Uhr morgens oder so. Früher war immer um 18 Uhr. Das meine ich. Die Wiederholung morgens um 9.30 Uhr, glaube ich. Natürlich kenne ich Muppets und Sesamstraße auch und mag ich auch sehr gerne, aber dunkler Kristall und Labyrinth ist nochmal für mich was wirklich sehr, sehr Besonderes für mich gewesen. Auch. Wie es für Stefan hier aber wahrscheinlich mit der Sesamstraße ist. Nein, das vergleicht sich doch am meisten, oder? Ja, aber das andere genauso, muss ich sagen. Dunkler Kristall und Labyrinth finde ich auch völlig genial. Es ist ja schon so, als würde man quasi so einen berühmten Schauspieler treffen, so einen Star, ja. Weil das sind ja tatsächlich genau die, das sind ja die echten Puppen, die auch für die Serien und Filme verwendet wurden. Also es ist quasi, als würdest du triffst die ja eigentlich so persönlich, wie es nur geht. Das ist hier also ein Meeting Point, würde ich mal sagen, von Sesamstraße und von Jim Henson Puppen. Auch wenn es uns mehr als schwer gefallen ist, wir haben das Museum verlassen, aber es wäre halt auch doof gewesen, wenn wir jetzt die ganze Zeit da drin gewesen wären und uns das gleich angucken, obwohl wir hier in Atlanta viel mehr entdecken können. Wir haben 4 Runden gedreht im Museum, glaube ich. Ja, und dann noch, also dann... Unzählige Fotos gemacht. Dann sind wir sogar noch in jede Etage da reingegangen, eigentlich gibt es nur da so eine Ausstellung, aber wir sind jeden Gang abgelaufen in der Hoffnung, noch irgendwas zu finden, aber naja, nichts gefunden und jetzt,
Mal gucken, was jetzt kommt. Auf zum Auto in der Hitze. Aber so lädt das. So, nein, es geht. So, da das ja unser erster richtiger Urlaubstag ist, wir sind noch, also eigentlich gar nicht so fett im Jetlag, aber man merkt halt irgendwie, man ist schnell erschöpft, das macht aber auch die Hitze, die man nicht gewohnt ist. Wir haben kurz eine kurze Pause gemacht, haben uns jetzt als Ziel gesetzt, einen Drehort von Stranger Things zu suchen. Wir wollten eigentlich schon The Walking Dead machen, da brauchst du für das meiste eine Tour und wir wollen auch ein bisschen auf freie Faust rumlaufen und haben die Adresse von dem Hawkins Lab aus der ersten Staffel rausgesucht und hat er eben auf freie Faust gesagt, auf eigene Faust heißt das natürlich. Aber immerhin versucht er ja, vernünftige Redegewohnheiten, wie ich sie habe, auch in seinen Wortschatz zu integrieren. Und da ist er schon ein guter Anfang. Integrieren ist schon ein krasses Wort, finde ich. Aber so manche Wörter von Stefan sind schon echt heftig. Also Klangteppich, was sind noch solche Sachen? Mumpitz habe ich, das habe ich nicht von Stefan, das habe ich von wem anders, aber Klangteppich. Tondokument. Okay, Tondokument. Aber Klangteppich. Wir jetzt los, wir haben keine Zeit mehr. Ja, okay. Ja, bis gleich. Tschüss. Ja, wer die Serie gesehen hat, Stranger Things, erkennt diesen Ort hier ganz bestimmt. Das hier ist das Hawkins Lab und sieht ziemlich verlassen aus. Also kann man sich's wohl auch aus der Nähe angucken. Hoffentlich. Denn da hinten war irgendwo ein Schild, dass man das hier nicht betreten darf. Nur Trash, wie heißt das? Trash-Passing oder irgendwie so. Ja, obwohl Stefan die Information von dem Schild weiß, haben wir sie natürlich nicht gelesen. Also wir haben das nicht gesehen. Wir sind anders gegangen, dass man das Schild von dem Gang, wo wir gegangen sind, nicht sehen könnte. Aber gut. Wir gehören ja nicht zu den Leuten, die hier randalieren. Wir wollen uns das Ganze ja nur angucken, weil uns die Serie gefällt. Ja. So, Labor haben wir so gut von außen bestöbert, wie es nur geht. Und einen Spot wollen wir noch besuchen. Und zwar das Haus von Mike Wheeler, da wo die unten immer Dungeons & Dragons gespielt haben und Elfie versteckt haben. Und da geht's jetzt hin. Wie lange dauert's? Halbe Stunde ungefähr. Ja, ausgestiegen und erzählt haben wir leider nicht, weil da wirklich Leute wohnen. Die Gardinen waren noch alle zugezogen, aber wir haben eine brennende Lampe gesehen und aus Respekt haben wir das Ganze dann sein gelassen. Aber angucken konnten wir uns das ganze Jahr. Ja, wir verpissen uns jetzt aus Atlanta und beenden damit das... Wir verpissen uns, wir verlassen jetzt Atlanta, heißt das ja wohl. Es war ja wohl sehr schön hier, ne? War, ja, sehr, sehr schön. Wir haben auch gut was geschafft. In welche Richtung geht es denn jetzt? Wir fahren jetzt von einem Roadtrip, der heute beginnt, in Richtung Süden, Richtung Golf von Mexiko. Wir wissen noch gar nicht, Montgomery. Mal gucken, wo wir heute hinkommen. Also das ist ja das Schöne, finde ich, bei unseren Roadtrips, dass wir gar nicht wissen, wo wir hinkommen. Es ist alles so spontan und so einfach herrlich frei. Ja, das ist ein guter Abschluss. Noch abschließende Worte? Wunderbare Morgenstimmung, 6.50 Uhr, beste Zeit, um aufzustehen und um loszufahren. Somit, tschüss.